Ja, meine Damen und Herren, wir sind Bild, weil Bilder oft mehr sagen als 1000 Worte. Bei diesem Bild hier von Olaf Scholz gestern bei seinem dreistündigen Antrittsbesuch bei US-Präsident Joe Biden im Weißen Haus müssen wir beide, Sandra und ich, noch weiter aus dem Bild gehen, um die Nähe und Behaglichkeit, die die beiden ausstrahlen wollen, nicht zu stören. So eng stehen bzw. sitzen sie in der Ukraine-Krise zusammen. Da passt kein Blatt dazwischen, war die Botschaft an Putin und erst recht keine zwei Moderatoren. Das stimmt, Thomas. Ich komme mal wieder ein bisschen rein ins Bild. Denn zur gleichen Zeit in Moskau, hier sehen wir es, Frankreichs Präsident Macron trifft Russlands Präsident Putin. Ja, und da müssen die beiden wir ein bisschen reinrücken. Definitiv. Komm mal hier ein bisschen an mich ran. Ja, die beiden sind so weit voneinander entfernt, auch in ihren politischen Positionen, dass wir uns locker dazwischen stellen können. Immerhin, fast 6 Stunden lang sprachen die beiden über die Ukraine-Krise und äußerten sich danach ganz vorsichtig optimistisch. Aber kann man dem trauen? Denn ebenfalls gestern entstand dieses Bild. Wir rücken wieder etwas zur Seite. Die Luxusjacht von Wladimir Putin verlässt fluchtartig geradezu die Werft Blohm und Voss in Hamburg. Offenbar hat Putin Angst, dass sie im Falle eines Angriffs auf die Ukraine im Zuge von Sanktionen beschlagnahmt werden könnte. Das zeugt nicht von friedlichen Absichten. Nee. Also, der erste Besuch von Olaf Scholz als neuer deutscher Bundeskanzler in Washington und das in Krisenzeiten. Dann schauen wir uns mal an, welchen Eindruck er auf dieser großen Weltbühne hinterlassen hat. Und das wollen wir tun, gemeinsam mit Bela Ander. Wir analysieren zusammen dem ehemaligen Regierungssprecher unter Bundeskanzler Schröder. Bela, hallo, schön, dass du da bist. Ja, du warst oft bei Besuchen im Weißen Haus dabei. Wie läuft das denn hinter den Kulissen eigentlich ab? Zum Besuch im Weißen Haus ist schon eine sehr angespannte Situation, weil man redet schließlich mit dem immer noch mächtigsten Menschen der Welt. Das ist jedem, der politisch handelt, gerade auch Olaf Scholz, sehr bewusst und seinem Team, das ihn begleitet, ebenso. Also da zählt ja mehr als sonst noch jedes Wort, jede Geste. Insofern geht man da rein mit einer Mischung aus Euphorie, weil es ist ja schließlich das Weiße Haus. Und für jeden Neukanzler ist es das erste Mal im Oval Office. Und Anspannung auch, denn hier geht es ja um was. Und man wird dann, die Bilder haben das ja gezeigt, an der Seite, an so einem Seiteneingang, der berühmt ist, vorgefahren. Dort warten dann die beiden Navy Seals und die Marine Officer und begrüßen einen förmlich. Dann wird man hineingeleitet, meistens durch einen Assistenten oder eine Assistentin. Und dann geht es durch ein paar Hallen da vorne, meistens muss man auch noch ein paar Minuten warten, bis ich dann irgendwo, man hat ja keine Orientierung, war ja noch nie im Weißen Haus, eine Tür öffnet und wups, steht man wirklich plötzlich in diesem Heiligtum, dem Oval Office, das für viele Reporter, die dabei waren, wissen das, kleiner wirkt, als es auf den Fernsehbildern zu sehen ist. Und dann geht es schon los, man sitzt auf einmal wie Olaf Scholz unter einem Bild von Abraham Lincoln und denkt natürlich an alles, was mit diesem Office assoziiert wird und dann gibt es ein paar Fragen und es beginnt das Gespräch. Dann hören wir doch mal rein, Bela, in die Pressekonferenz von Biden und Putin und du sagst, was dir auffällt. Biden und Putin oder Biden und Scholz? Deutschland ist komplett verlässlich. Ja, Biden und Scholz. Immer verlässlich. Daran habe ich keinen Zweifel. We are absolutely united and we will not taking different steps. Wenn es zu einer militärischen Aggression gegen die Ukraine kommt, dann wird es harte, gemeinsam vereinbarte und weitreichende Sanktionen geben. Es wird sehr, sehr hohe Kosten für Russland haben, einen solchen Schritt zu tun. Willkommen. Wir freuen uns, Kanzler Scholz hier zu haben. Das erste Mal im Weißen Haus. Es ist toll, dass das stattfindet. Danke, dass ich hier sein darf. Ich freue mich, dass wir die Möglichkeit haben, all die wichtigen Dinge zu besprechen. Also Biden und Scholz, nicht Biden und Putin. Natürlich. Bela, dein Eindruck? Naja, die Clips, die ihr gezeigt habt, zeigen natürlich ein hohes Maß an Übereinkunft, Übereinstimmung. Für mich interessant, wer sich die ganze Pressekonferenz anguckt, dann hört man Scholz sagen, ja, wir machen das alles Hand in Hand und ganz genau, wir stehen fest an der Seite. Und dann zählt er 3 Dinge auf, die Biden nie erwähnt hat, nämlich den NATO-Russland-Rat, die OSZE, also die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa und das Normandie-Format, also das Format, wo Deutschland, Frankreich, die Ukraine und Russland zusammensitzen und sagt, das werden wir weiter nutzen. Also er bestärkt Biden, aber setzt da in diesen anderen Ausschnitten auch ganz eigene Akzente, dass er sagt, also mir kommt es auch weiter darauf an, im Dialog zu sein, trotz der Krise, die wir gerade haben.
sehr selbstbewusst und für mich erstaunlich, dass er so tatsächlich selbstbewusst da aufgetreten ist. Und anschließend, lieber Bela, ist Scholz noch zu CNN gegangen und hat dort ein Interview auf Englisch gegeben. Das gab es so auch noch nie. Da hören wir jetzt auch noch mal kurz rein und untertiteln das nur in Deutsch, damit wir mal hören, wie gut Scholz eigentlich Englisch spricht. Und du, Bela, ordnest danach wieder ein. We are the one that is giving most of the money which is needed for economic resilience of the Ukraine. And on the other hand, we are absolutely active working together with the United States especially and with our allies in NATO and the European Union to find out the concrete measures which we will, the concrete steps we will take if there would be a military aggression and invasion of Russia to the Ukraine. And in this case, we will act absolutely together. We will have all the same steps that we will take then and we are preparing for this. Mal abgesehen vom Inhaltlichen, vom Politischen, Bela, da ist ein deutscher Bundeskanzler, der bei CNN, dem großen Nachrichtensender, live auftritt und auf Englisch sehr gut parliert. Ja, ich hatte mal für Gerhard Schröder ein Interview bei George Stephanopoulos bei ABC vermittelt. Das musste aber damals übersetzt werden tatsächlich. Beeindruckend, wie Olaf Scholz das spricht. Gut, heutzutage ist das ja so, dass man das von führenden Politikerinnen und Politikern erwarten darf. Aber tatsächlich, auch Angela Merkel hat im Übrigen sehr, sehr gut Englisch gesprochen, wäre also dazu auch in der Lage gewesen. Aber schon beeindruckend, bei Scholz hat man das nicht so gewusst, also ich zumindest nicht. Und deswegen ist das natürlich auch Soundbites, Soundclips für den amerikanischen Markt, die er hier produziert hat. Bela, glaubst du denn, Olaf Scholz konnte damit auch seinen Bekanntheitsgrad in den USA etwas steigern? Meinst du, die Menschen kennen ihn auch schon? Oh, Scholz. Naja, also da muss man wirklich ehrlich sein. Wenn ein deutscher Bundeskanzler nach Amerika kommt, dann interessiert das sicherlich die politische Klasse und vor allen Dingen die in Washington. Aber schon, wenn man 200 oder 100 Kilometer weiter in West Virginia fährt, da auf eine Pferdefarm geht und da jemanden fragt, dann sagt er einem, who is Scholz? Und man muss das verstehen, wir sind da in Deutschland trotz dieses Krieges nicht das Center of Attention. Für die ist wahrscheinlich Angela Merkel noch Bundeskanzlerin für die meisten. Bela, wir sind mal ein paar hundert Kilometer weitergegangen, nicht aufs Land, aber nördlich Richtung New York. Und unser Korrespondent Herbert Bauernebel, der hat mal dieses Foto von Olaf Scholz aus dem Flieger im Flabberlook genommen und hat es gezeigt und hat gefragt, ob Sie eine Ahnung haben, wer das wohl sein könnte. Hier spricht das Volk und in diesem Fall das Amerikanische. Wir hören mal rein. Angela Merkel war 16 Jahre an der Macht. Viele Menschen hier in Amerika haben sie natürlich gekannt. Ihr Nachfolger ist hier weniger bekannt in den USA. Natürlich, er ist erst seit kurzem im Amt. Wir haben einen kleinen Test gemacht, während sich der deutsche Kanzler mit dem amerikanischen Präsidenten getroffen hat in den Straßen von New York. Wir haben ein Foto mitgebracht von Kanzler Olaf Scholz und haben die Amerikaner befragt, ob sie ihn kennen. So, have you seen this man before? No. What do you think does he do for work? I don't know, probably business. What kind of business? I don't know, he looks sketchy. Don't know, a doctor. When you look at him, what sort of job do you think he might have, that person? Executive job. Executive? Like a manager? Yeah. The new chancellor of which country? Germany. It is. Is it? Yeah. Do you know? Very good. So do you know his the picture this, I happened to look at the picture this morning and it looks like him, so. So what job does this man have? German chancellor. He looks familiar. He probably looks a lot like I will look in 12 years if I let my hair grow too much. I think that's Bill Murray's brother, isn't it? Well, not quite. But when you see him, what do you think, in which job can you imagine that person? Oh, I think he buys and sells people on the dark web.
Ja, Bela Anna ist immer noch bei uns. Bela, also er könnte ein Manager sein, so im Schlabber-Look. Er könnte aber auch im Dark Web unterwegs sein. Wir wollen uns mal ein paar Bilder noch mal anschauen, Bela. Und ich möchte mit dir darüber sprechen. Also das ist das berühmte Foto von Olaf Scholz im Flieger in Washington. Jetzt haben wir Bela Anna gerade aus der Leitung verloren, habe ich gehört. Aber wir schauen uns die Bilder trotzdem an. Jetzt vielleicht schon das berühmteste Foto von Olaf Scholz. Und man sieht, er ist gut gelaunt hier im Schlabberlook als Politiker sozusagen. Wir haben auch Bilder von anderen Kanzlern. Gerhard Schröder beispielsweise, auch ganz leger aufgetreten im Flieger. Da gehen dann die Politiker immer von vorne nach hinten in die Kabine hinein und sprechen mit den Journalisten, geben sich da ganz volksnah, sind auch so ein bisschen Hintergrundgespräche, die da geführt werden. Und da sehen wir unter anderem auch hier in dem nächsten Foto sehen wir, ich zeige mal da gerade auf ihn, das ist Bela Anna, mit dem wir gerade gesprochen haben, in der Zeit, als er der Regierungssprecher von Gerhard Schröder war, beziehungsweise der ganzen Regierung unter Gerhard Schröder. Angela Merkel kennen wir, die ist immer in ihrem Kanzler-Outfit unterwegs gewesen, auch wenn sie im Flugzeug war. Helmut Kohl dagegen, können wir sehen, der ist auch ein bisschen legerer aufgetreten. Genscher natürlich in seinem Pullunder, auch wenn er in diesem Fall nicht gelb war. Auf diesem Schwarz-Weiß-Foto jedenfalls. Also Kohl da auch immer leger. Und das hat natürlich Gründe, meine Damen und Herren. Kein Foto entsteht, ohne dass man vorher darüber nachgedacht hat, wie sich die Politiker geben. Und gerade im Fall Kohl, wir erinnern uns alle auch an das berühmte Foto zusammen mit Gorbatschow, als er mit der Strickjacke aufgetreten ist. Das war im Juli 1990, als es darum ging, um die Wiedervereinigung nach dem Fall der Mauer und Deutschland seine Souveränität zurückbekommen hat. Das geeinte Deutschland, da waren die beiden auf der Datscha, Helmut Kohl da auch in der Strickjacke. Und da sollte eben betont werden, dass man sich auf eine besondere Nahbarkeit geeinigt hat und so eben eine besondere Atmosphäre entstanden ist. Also, das die berühmten Fotos aus den Fliegern. Olaf Scholz jetzt schon berühmt geworden mit diesem Foto hier auf dem Weg nach Washington.